Ich glaube nicht, dass dein Kanal irgendwie auch Spaß ausgelegt. Mama, ja, ich hab die Windel an! Ich lauf euch ganz arg. Und ich will dabei natürlich nicht höflich vorgehen. Kannst du noch mal ganz kurz meinen Ausschlag an meinem Arsch eincremen, bitte? Hallo? Das juckt vielleicht? Okay, danke. Genauso wie es mir meine Eltern nicht beigebracht haben. Hey Kinders, was geht bei euch ab? Herzlich willkommen zu einem Video, in dem ich mal wieder rumlaufe, weil ich zu wenig Zeit habe, um was Richtiges aufzunehmen. Also eigentlich wollte ich euch heute nochmal eine Runde Counterstricken bringen, aber es ist mittlerweile schon so spät und ich will den Upload bis 17 Uhr schaffen, dass ich jetzt mal wieder so ein kleines Update-Video, warum ist das Licht hier aus? So ein kleines Update-Video bringen möchte, no, wie sich hier die Akustik verändert. Indem ich euch eben wieder diverse Dinge erzähle, die mir gerade so durch den Kopf gehen. Na? Aber nicht zu lang, weil ich es ja noch schneiden muss. Versteht? Es gibt sogar im Moment nur ein kleines Thema, das mir so im Kopf ist. Ich habe eben wieder die Kommentare durchgelesen. Richtig, richtig fett, Leute. Ich war gestern nicht da. Ich war Samstagabend schon nicht mehr da. Ich war jetzt schon so lange nicht. Also für mich ist es schon extrem lang, wenn ich über 24 Stunden nicht mal in YouTube reingucken konnte. Also kommentieren oder irgendwie sowas. Und es haben sich so viele Kommentare angesammelt. Auf dem neuesten Video hatten wir, glaube ich, vorhin 450 Aufrufe. Also fett, Kinders. Fett. Und 55 Daumen nach oben. Also Counter-Strike ist echt im Moment das... Das Beste, der Top of the Pop. Da wären wir aber auch schon in der Nähe der Wurzel, die ich ziehen möchte. Und zwar folgendermaßen. Es gibt immer wieder negative Kommentare, was natürlich völlig in Ordnung ist. Ihr wisst, wie ich damit umgehe. Wenn jemand ganz krass beleidigen kommt, beleidige ich einfach richtig cool zurück, aber so lässig halt, sodass alle sagen, boah, du bist so cool, ich will Sex mit dir. Wenn jemand höflich ist, bin ich auch höflich. Wenn jemand neutral ist, bin ich auch höflich. Ihr kennt mich ja auch einfach als diesen höflichen Menschen, der ich ja nun mal auch bin. In vielen Situationen würde ich sogar sagen, bin ich überhöflich. Es ist halt einfach eine gute Erziehung, die ich genossen habe. Verstehe ich. What the fuck, dude? Das ist gewollt, keine Sorge, das muss ich noch machen. Je größer man wird, desto mehr Leute zieht man an. Und je mehr Leute man hat, desto eher ist da vielleicht auch ein Querulant dabei. Oder jemand mit wirklich verschwindend kleinen Hoden. Und jetzt passt auf, worauf ich hinaus möchte. Diese Leute sind natürlich, ich habe es vorhin schon gesagt, irgendwie erbost, so von Haus aus. So erbost, dass sie das Konzept des Kanals nicht erkennen und dann wiederum nicht verstehen. Wenn ich jetzt einen YouTuber habe, der Dummbabbler heißt, dann gehe ich doch, ich meine, solche Leute setzen sich dann hin, die setzen sich hin und sagen dann, boah, warte mal, der Dummbabbler. Warte mal kurz. Der wird alles ernst meinen, was er sagt. Da gibt es keinen Sarkasmus oder Zynismus oder auch einfach nur mal eine dahergesagte Lüge oder Stilmittel wie Hyperbeln oder so. Vater, lass mich jetzt in Ruhe, ich will das nicht ficken. Das muss jemand sein, der komplett die Wahrheit sagt, immer und alles so meint, wie er es meint. Ich glaube nicht, dass sein Kanal irgendwie auf Spaß ausgelegt. Mama, ja, ich habe die Windel an. Es kann nicht auf Spaß ausgelegt sein, sein Kanal. Und auch nicht auf Selbstironie oder so. Wenn er sagt, er muss ein guter Counter-Strike-Spieler sein, dann muss der voll gut sein. Sonst bin ich ultra böse, weil er ja gelogen hat. Und das muss ich ihm auch ganz fest und arg zeigen. Also schreiben, was er falsch macht und so. Und ich will dabei natürlich nicht höflich vorgehen, wie jeder normale Mensch, beziehungsweise jeder normale Mann mit einem normal großen Glied, sondern ich möchte einfach, dass mein verschwindend kleiner Schniedel und meine sexuell verwirrende Beziehung zu meinem Vater, wie auch zu meiner Mutter, auf jeden Fall herauszulesen ist. Das soll einfach... Jeder erkennt, was für ein trauriges Würstchen ich bin. Genauso muss ich kommentieren. Ich glaube, genauso muss ich kommentieren. Genauso wie es mir meine Eltern nicht beigebracht haben. Genauso mache ich das. Einfach unhöflich. Ja, das wird's. Ich hab's erkannt. Ich hab's echt. Mama, ja, kannst du noch mal ganz kurz meinen Ausschlag an meinem Arsch eincremen, bitte? Hallo? Das juckt vielleicht? Okay, danke. Mama, Mama. Ich glaube, genau so habe ich das Konzept verstanden. So ungefähr stelle ich mir eben 1% der Zuschauer vor. Also nicht euch als Community, auf gar keinen Fall, auch nicht euch als Abonnenten, sondern einfach nur 1% der Zuschauer, die bei mir täglich so reinplumpsen. Und ich will diese Menschen noch nicht mal in irgendeine Schicht, in irgendein Geschlecht, in irgendeine Religion, in irgendeine Arbeitsklasse oder Lirum Larum stecken, weil es diese armen, verwirrten Spinner überall gibt. Überall auf der Welt. Egal, ob sie reich sind, arm, schwarz oder weiß, gelb oder grün, dumm oder schlau. Diese Leute gibt es überall. Überall auf der Welt. Das ist nicht schön. Und die sind auch wichtig. Die sind einfach wichtig. Man braucht zum Beispiel in der normalen Tageszeitung immer mal wieder so einen Bericht über Inzucht oder so. Oder über Leute, die sich gegenseitig die Genitalien verstümmeln. So Kram. Und genau da kommen ja dann die Leute wieder zum Zug. Genau da treten sie auf. Genau da erscheinen diese Menschen, die einfach wichtig sind. Am Ende dieses Videos will ich aber die ganze Negativität ausblenden und euch einfach danken. Wir wachsen extrem. Wir sind eine aktive, lebende Masse. Community. Es läuft echt richtig krass. Auf YouTube, auf Twitch, in den Facebook-Gruppen, in der Steam-Gruppe. Es ist einfach geil. Was ich von euch für einen Zuspruch erhalte, ja, das macht für mich die ganze Sache YouTube einfach aus.
ihr, wie ihr auf meine Videos reagiert, wie ihr so drauf seid, wie ihr die Sachen verarbeitet, was ihr manchmal für coole Ideen habt und auf welche Ideen ihr mich dadurch auch bringt. Das ist einfach enorm, verstehst? Es ist geil. Und wie viele Spiele ich durch euch schon ausprobiert habe, ja? Zu welchen YouTubern ich gefunden habe und so weiter und so fort. Einfach nur durch euch. Und dafür will ich Danke sagen. Danke an euch für alles. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen im Livestream, Kinders, ne? Shit, bis morgen muss ich diesen 3D-Animationswurstfilm schon mindestens zu 70% fertig haben. Und ich habe jetzt 20 oder so. Oh, fuck, dude. Oh. Aber hey, wer muss schon schlafen vor seinem eklig längsten Tag in der Woche, oder? Wer muss das schon? Sind wir mal ehrlich. Wer muss das schon? Ich love euch ganz arg, Herz, Herz, Herz. Forever.